Herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine Shayerama von Smarana Balance, deiner Plattform für gelebte Spiritualität, Gesundheit und Ernährung. Heute spreche ich über das beste Verjüngungstonikum der Welt, nämlich die Gurke. Wenn du frischen Gurkensaft pur trinkst, dann wird die Heilkraft dein Leben wirklich auf eine positive Weise verändern. Der Gurkensaft ist im wahrsten Sinne ein wunderbarer Heiltrunk. Und nicht nur das, er macht dich auch fit für deinen Alltag. Also mal ganz keck ausgedrückt, und da möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten, Kaffee trinken gehört definitiv der Vergangenheit an. Aber bevor ich jetzt näher auf den Zaubertrank eingehen möchte, möchte ich euch noch eine kleine Geschichte von meiner Tochter erzählen. Malu hatte vor ungefähr einigen Jahren ein starkes Fieber, und da es über längere Zeit über 40 Grad anstieg und sich homöopathisch nicht senken ließ, wurde ich doch ein bisschen unruhig und beschloss, zum Arzt zu gehen. Ein paar Wochen vorher ist mir das Buch Medical Food in mein Leben gefallen. Und ganz ehrlich, am Anfang war ich doch eher skeptisch und glaubte nicht alles, was da so drin stand. Auf jeden Fall habe ich mir so gedacht, dann presse ich jetzt halt einmal einen frischen Gurkensaft, schaden kann es ja nicht. Malu trank also kurz vor dem Arztbesuch den Saft, und du wirst es nicht glauben. Beim Arzt im Sprechzimmer angekommen, hatte Malu gerade mal nur knappe 38 Grad Fieber. Und kannst dir vorstellen, da war ich wirklich verdutzt und erzählte dem Arzt dann vom Gurkensaft, doch leider kam nur ein sanftes Lächeln über seine Lippen. aber seitdem bin ich wirklich überzeugter Gurkensaft-Fan. Denn durch das Entsaften werden die magischen fiebersenkenden Wirkstoffe der Gurke erst richtig aktiv und dämpfen dann das Fieber wie Wasser das Feuer. Und vielleicht noch was anderes. Malu neigte zu dieser Zeit, ich möchte es mal milde ausdrücken, zu einem recht hitzigen und gereizten und aufbrausenden Gemüt, wenn sie an ihre Grenzen stoß. Und dann stellte ich ihr dann gerne immer Gurkenscheiben mit leckeren Datteln bereit. Und du wirst es nicht glauben, wie durch Zauberhand wurde sie dadurch ruhiger und sanftmütiger. Denn die wertvollen Wirkstoffe beruhigen das Gehirn, gerade auch bei, wenn neurologische Defizite vorliegen. Aber dazu dann noch später ein paar mehr Infos. Seitdem gehört frisch gepresster Gurkensaft zu unseren Lieblingssäften im Sommer, denn er kühlt wunderbar und erfrischt unser ganzes System. Gurken befeuchten unseren Körper bis in die tiefste Zellebene und gehören sozusagen zu den sommerlichen Fitmachern schlechthin und lassen unsere Haut regelrecht erstrahlen. Und unsere Nieren und Nebennieren sind oft mit dem Herausfiltern von Stoffwechselschlacken beschäftigt und überhitzen dadurch oft durch die Harnsäure. Frischer Gurkensaft kann da wahre Wunder wirken, indem die speziellen Elektrolytenverbindungen zur Kühlung anregen. Gerade für Dialysepatienten oder Menschen, die an einer Nierenerkrankung leiden oder nur noch eine Niere haben, werden das Trinken von frischem Gurkensaft als sehr, sehr angenehm empfinden und nicht mehr missen wollen. Also, Gurken sind bei chronischem Wassermangel das Tonikum schlechthin, denn nichts ist schlimmer, und ich glaube, das wissen wir ja alle, wie zu wenig Flüssigkeit in unserem Körper. Wenn du
zum Beispiel eine überhitzte, gestaute Leber hast und Leberschäden sozusagen ausmerzen möchtest, dann trink frischen Gurkensaft. Denn der Saft ist fähig, Konsumsünden oder Umweltablagerungen sowie auch Schwermetalle sehr gut auszuspülen. Wenn du zu einem aufgeblähten Bauch oder zu Völlegefühle und Übersäuerung neigst, dann sind Gurken besonders hilfreich, sowie auch bei Epstein-Barr-Viren und Streptokokken. Und jetzt zu uns Frauen. Wenn du aus unerklärlichen Umständen nicht schwanger werden kannst, dann trink frischen Gurkensaft und ess Gurken in Mengen, denn sie unterstützen deinen Körper, zum Beispiel die schädlichen Stoffe, die in der Pille zur Verhütung stecken oder auch andere Belastungen aus deinem Körper, auf eine schnelle und natürliche Weise auszuleiten. Und auch wenn du vielleicht zu Krämpfen und Schmerzen während deinen Tagen neigst, vergiss die Heilkraft der Gurke nicht. Oder du befindest dich vielleicht in den Wechseljahren und leidest unter Hitzewallungen. Dann denk dran, frischen Gurkensaft zu trinken. Er kann dir wirklich so helfend zur Seite stehen. Und an alle Ladies und vielleicht auch Männer, die ein paar störende Pfunde zu viel auf ihren Rippen haben, trinkt und esst Gurken, so viel du magst, denn sie lassen die Kilos auf eine gesunde, und das ist ja wichtig, Art und Weise im wahrsten Sinne verschmelzen, schmelzen und purzeln. Wenn du mit Ängsten und neurologischen Störungen zu tun hast, wie Kribbeln, Taubheitsgefühl, Krämpfe, Zuckungen, Nervenschmerzen oder Enge in der Brust spürst, dann sollten Gurken deine besonderen Freunde werden, denn sie sind eine wahre Ladestation für Verbindungen, aus denen die Neurotransmitter dann gebildet werden können. Und dazu tragen folgende Inhaltsstoffe bei. Also das wäre als erstes mal die Aminosäuren Glycin und Glutamat. Glutamin, jetzt wollte ich schon Glutamat sagen. Dann zweitens die hochaktiven Enzyme und Coenzyme, die heute noch unbekannt sind, aber irgendwann mal den Namen Thalaffine bekommen werden. Zusammen mit dem Enzym Erepsin fördern die Thalaffine die Eiweißverdauung und so können wir dann den besseren Nutzen aus unserer Nahrung ziehen. In der Gurke ist auch eine reiche Fülle an Mineralstoffen und Spurenelemente. Und in der chlorophyllhaltigen Schale verbergen sich ganz viele B-Vitamine und die Vitamine A und C. Und dann noch einen kleinen Tipp vielleicht zum Abschluss. Wenn du mal zu Mundgeruch neigen solltest, dann kannst du das nächste Mal eine Gurkenscheibe für ca. 30 Sekunden auf deinen Gaumen legen und simsalabim, was glaubst du? Die üblen Bakterien, die für den Mundgeruch verantwortlich waren, sind zum Teil abgetötet. Also vielleicht beim nächsten Date. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für dein Zuhören und dein Vertrauen, das du mir schenkst. Es freut mich sehr, dass wir hier auf diese Art und Weise miteinander verbunden sind. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.